Sie haben Probleme mit Ihrem Mini-Quad Renegade Elektro? Das folgende Video enthält eine detaillierte Problemlösung zum Thema Fahrwerk und Anbauteile. Problemlösung: Die Querlenkerbuchsen sind ausgeschlagen. Sind an den Aufnahmepunkten die Querlenkerbuchsen ausgeschlagen, müssen diese ausgetauscht werden. Entfernen Sie die Aufnahmepunkte am Rahmen, Stoßdämpfer und am Achsschenkel. Entnehmen Sie den Querlenker und entfernen Sie die Plastikbuchse sowie die Hülsen aus der Aufnahme. Sie können das Reparaturset nun wieder in den Querlenker einsetzen und diesen anschließend erneut an das Fahrzeug montieren. Problemlösung: Die Reifen oder Radlager sind defekt und müssen getauscht werden. Lösen Sie den Bremssattel auf der betreffenden Fahrzeugseite ab. Entnehmen Sie die Radmutter und ziehen Sie das Rad ab. Für einen Radwechsel oder den Wechsel der Radlager empfehlen wir Ihnen, die Bremsscheibe zu demontieren. Nutzen Sie zum Ausschlagen des Radlagers einen größeren Schlitzschraubendreher. Der Radlagerwechsel. Wechseln Sie häufiger die Position und schlagen Sie das Radlager mittels eines Hammers vorsichtig heraus. Nutzen Sie eine Verlängerung der großen Ratsche, um das andere Lager herauszuschlagen. Sind beide Lager entfernt, können Sie nun Ihre neuen Radlager der Größe 6001 wieder einsetzen. Nutzen Sie auch hier eine mittlere Verlängerung und eine 21er oder 22er Stecknuss. Diese hat den Vorteil, dass die Stecknuss und das Radlager bündig auf dem Außenring liegen. Achten Sie beim Einsetzen des zweiten Lagers darauf, dass die Steckhülse mit eingesetzt wurde. Der Reifenwechsel. Entnehmen Sie die Radkappe und ziehen Sie den Reifen von der Felge. Nutzen Sie hierzu einen Schlitzschraubendreher, um diesen von der Felge zu ziehen. Die untere Seite kann mit der Hand abgezogen werden. Sie haben nun ebenfalls die Möglichkeit, das Reifenventil auszutauschen. Sollte Ihr aktuelles Ventil noch funktionieren, kann dieser Schritt übersprungen werden. Ziehen Sie das Ventil in die Felge. Hierzu wird ein Montagewerkzeug benötigt. Montieren Sie nun den Reifen am Fahrzeug. Achten Sie hierbei auf die Fahrtrichtung des Reifens. Zur Montage muss der Reifen an der Unterseite vollkommen ins Tiefbett gedrückt werden. Anschließend kann der Reifen mit einem Schlitzschraubendreher aufgehebelt werden. Säubern Sie im Anschluss die Bremsscheibe und befestigen Sie diese wieder am Rad. Sie können das Rad jetzt wieder montieren. Achten Sie beim Anziehen darauf, dass sich das Rad nach wie vor leicht drehen lässt und das eingepresste Radlager nicht beschädigt wird. Korrigieren Sie nun den Luftdruck auf ca. 0,8 Bar und stecken die Radkappe wieder ein. Problemlösung: Die Bremsbeläge sind abgefahren und müssen ausgetauscht werden. Entnehmen Sie die beiden Inbusschrauben des Bremssattels und lösen Sie auf der Rückseite die Feststellschrauben der Bremsbeläge. Die Bremsbeläge können nun vorsichtig entnommen werden. Bei einer schleifenden oder quietschenden Bremse müssen die Bremsbeläge angeschliffen und entgratet werden. Hierzu können Sie mit einem Schleifpapier die vorhandenen Kanten brechen. Setzen Sie den Bremssattel vorsichtig wieder zusammen. Achten Sie auf den korrekten Sitz der Bremsbeläge. Diese müssen mit der Nase nach oben in der Führung sitzen.
Montieren Sie nun den Bremssattel wieder am Fahrzeug. Problemlösung. Die Bremse schleift trotz neuer Beläge. Wie stellen Sie die Bremse korrekt ein? Stellen Sie die Bremse auf die Grundeinstellung ein. Prüfen Sie dann zuerst die Stellung des Bowdenzugs. Der Zug darf nicht zu schwach oder zu stark gespannt sein. Möchten Sie das Spiel justieren, so haben Sie dazu zwei Möglichkeiten. Am Bowdenzug des Lenkers oder am Bremssattel direkt. Lösen Sie hierzu die Kontermutter und justieren den Seilzug. Dieser muss wie im Video ausreichend genug gespannt werden. Kontrollieren Sie noch einmal den Bremshebel. Am Bremssattel können Sie mittels der äußeren beiden Inbusschrauben den statischen Belag einstellen. Hier wird auch das Schwimmen des Sattels beeinflusst. Über den Hebelarm und die kleinere Inbusschraube können Sie den dynamischen Belag einstellen. Achten Sie hierauf, dass der Bremsbelag auf der betreffenden Seite minimal über den Bremssattelkörper hinaus eingestellt wird, damit der Bremssattel nicht beschädigt wird. Haben Sie auf beiden Seiten der Bremsbeläge alles eingestellt, können Sie einen Lichtspalt zwischen den statischen und dynamischen Bremsbelägen erkennen. Prüfen Sie anschließend die Bremsleistung und führen Sie im Stand einige Bremsungen durch. Überprüfen Sie ebenfalls den Rundlauf und justieren Sie gegebenenfalls noch einmal die Bremsbeläge nach. Problemlösung. Wie stelle ich die perfekte Kettenspannung ein? Überprüfen Sie die Kettenspannung am Fahrzeug. Heben Sie dafür die Hinterachse an und entnehmen Sie den Kettenschutz. Lösen Sie die vier Motorschrauben. Diese befinden sich an der Grundplatte des Elektromotors. Stellen Sie als erstes das hintere Kettenritzel parallel zum Motorritzel ein. Hierfür können Sie einen Kettenlaser, eine Wasserwaage oder ein Metermaßband verwenden. Ist die Position ermittelt, können Sie die Kette passend einstellen. Über die beiden vorderen Stellschrauben kann nur der Motor angezogen werden. Kontrollieren Sie dann das Kettenspiel. Beachten Sie, dass die Kette immer im 360-Grad-Winkel geprüft werden muss. Die Kette muss in jeder Position geprüft werden. Haben Sie das Kettenspiel wie im Video zu sehen eingestellt, können Sie den Motor mittels der zuvor gelösten Schrauben wieder fixieren. Überprüfen Sie nach Einstellung der Kettenspannung den Rundlauf der Kette. Fetten Sie die Kette im Anschluss mit wasserfestem Haftschmiermittel. Im Anschluss können Sie den Kettenschutz wieder am Fahrzeug montieren. Die allgemeine Wartung und Pflege Ihres Fahrzeugs. Überprüfen Sie sämtliche Bauteile des Fahrwerks auf Schäden. Ziehen Sie alle Schrauben nach und fetten Sie die Aufnahmepunkte mit Haftschmiermittel ein. Wiederholen Sie diesen Arbeitsschritt mindestens einmal im Monat. Das korrekte Einstellen der Spur. Lösen Sie auf beiden Seiten die Spurstangen. Die beiden äußeren Muttern, Silber, können nach außen gedreht werden. Über das Mittelteil kann die Spur ausgerichtet werden. Der nachfolgende Schritt kann nur mit einer zweiten Person ausgeführt werden. Diese hält während des Einstellens den Lenker gerade. Nun kann mittels Wasserwaage der aktuelle Fahrzeugstand ermittelt werden. Legen Sie die Wasserwaage vorne bündig auf beide Seiten der Reifen an und messen an den Aufnahmepunkten der hinteren Felge den Abstand. Wir stellen ein, am hinteren Aufnahmepunkt 5,8 cm, am vorderen Aufnahmepunkt 5,4 cm. Stellen Sie nun die Vorspur ein, das heißt, der vordere Teil des Reifens zeigt leicht nach innen. Stellen Sie die beiden Werte so lange ein, bis Sie zwischen vorne und hinten einen Versatz von 2,3 mm haben. Nach der Korrektur haben wir am vorderen Aufnahmepunkt 4,1 cm und am hinteren Aufnahmepunkt 4,3 cm. Ziehen Sie nun die Spurstangen fest. Hierzu fixieren Sie den mittleren Teil und ziehen die beiden äußeren Muttern fest an. Wiederholen Sie diesen Arbeitsschritt ebenfalls auf der anderen Seite. Nutzen Sie Haftschmiermittel, um die Bauteile zu schützen.